I love you, Beth Cooper. Herzlich willkommen zum Kinomagazin der HZ.de Filmrubrik Spätvorstellung. Wir sind Tim Fischer und Kim Bierbrauer. Wir stellen euch heute die Teenie-Komödie I Love You, Beth Cooper vor, die wir uns am Dienstag in der Sneak Preview im Cinemax am Raschplatz angeschaut haben. Während der Highschool-Abschlussfeier nimmt Dennis all seinen Mut zusammen und gesteht Beth Cooper seine Liebe vor den Augen und Ohren der gesamten Schülerschaft. Beth fühlt sich zwar geschmeichelt, kann mit dem nerdigen Außenseiter aber nichts anfangen. Nach der Entlassungsfeier gibt Dennis mit seinem Kumpel Rich eine Party, zu der aber niemand erscheint. Außer Beth mit zwei Freundinnen, die sich einen Spaß daraus machen wollen. Für Dennis wird es die Nacht seines Lebens. Ja, ein nicht wirklich überraschender Film. Standard Teenie-Komödie, Highschool. Man hat diese Charaktere, diese Zusammenstellungen schon mehrfach gesehen. Diese Komödie bildet ja schon ein eigenes Genre eigentlich und ich fand es nicht wirklich spannend. Ja genau, mich hat das auch so ein bisschen an diese Ausgangssituation von OC California erinnert. Man hat ja den Außenseiter, der in die beliebte hübsche Cheerleaderin verliebt ist, die wiederum mit so einem unsympathischen Vollhonk zusammen ist und man halt eigentlich gar nicht weiß warum. Dann gibt es eine Situation, wo sie sich dann irgendwie doch ein bisschen näher kommen, den anderen kennenlernen. Irgendwann merken die halt, dass sie doch mehr Gemeinsamkeiten haben. Und diese Art von Film lebt ja von Situationskomik, von witzigen Momenten, von gutem Timing, die Sachen immer genau auf den Punkt zu bringen zur richtigen Zeit. Aber hier hat das meistens nicht geklappt. Die Witze waren oft sehr plump und flach und man hat das dann versucht aufzuwerten mit berühmten Filmzitaten aus bekannten Filmen. Genau, dann kam zum Beispiel irgendwie Carpe Diem und dann hat der andere erwidert, der Club der toten Dichter Peter Weir 1989 und in dem Stil ging es halt. Nur das Problem daran ist einfach, dass sie sehr viele Filmzitate gebracht haben, die für das Zielpublikum wahrscheinlich überhaupt nicht bekannt sind, weil es viele Filme von den 70er, 80er Jahre waren. Das war halt wirklich verschenktes Potenzial. Und vor allem in einem ganz anderen Genre auch. Ja. Das ist ein Polycarbonatschwert. Ja, dennoch waren für mich die Schauspieler ganz okay. Für mich aber ein Film, den ich nicht unbedingt im Kino sehen muss, sondern sonntagsabends im Privatfernsehen. Ja, was ich mich gefragt habe, ist zum Beispiel, warum Regisseur Chris Columbus, der Filme wie Mrs. Doubtfire und Harry Potter und der Stein der Weisen gemacht hat, so ein recht plattes Drehbuch verfilmt. Aber ansonsten, ein Lichtblick war halt Hayden Panettiere, die Hauptdarstellerin, die man ja aus Heroes kennt. Und deswegen gebe ich dem Film wohlwollende 4,5 von 10 Punkten. Warum denn so ernst? Der Joker in The Dark Knight, Christopher Nolan 2008.